Wir sind die Räuber. Und wir hatten heute das große Vergnügen, bei der Lebenshilfe in Heinsberg mit tätig zu werden. Und zwar im alltäglichen, wie soll man das sagen, Miteinander, ja. Und wir wollten uns nochmal bedanken bei euch. Es war ganz toll, es war eine tolle Erfahrung für jeden Einzelnen von uns. Heute mal der schöne Rollentausch. Ich mal auf der anderen Seite und guck mal, was die so den ganzen Tag machen. Das trifft mich, weil ich sowieso ein Herz für die Natur habe. Ich nutze das sehr zur Entspannung aus dem Musikbereich. Freue ich mich, dass sie mich mal eine Runde mitgenommen haben hier. Und ich durfte mal hier mit dem Rasenmäher, ich durfte auch mit dem Aufsitzmäher fahren. Und es ist eine tolle Erfahrung, wie hier im Team. Das ist wie beim Fußball tatsächlich. Jeder hat seine Aufgabe und wie dann da zusammengearbeitet wird. Und wie habe ich mich dann angestellt? Was gut, meinst du, Alex? Gut. Super. Ja, siehst du, ich habe eine tolle Einweisung gekriegt hier von meinem Vorarbeiter Alex und dann ist auch nichts passiert. Also eine tolle, tolle Erfahrung und ich finde es eigentlich toll, dass es sowas wie das hier gibt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es eine tolle Gelegenheit ist, hier mal reinzuschauen, hier in Heinsberg bei der Lebenshilfe, besonders in dieser großen Werkstatt. Alle haben ein ganz großes Herz hier, aber man sieht natürlich auch, dass sie ihre Sorgen haben, die haben Bedürfnisse, die haben brauchen auch Hilfe, ganz besonders viel Hilfe. Ja, ich hoffe nur, dass die Leute das hier alles ein bisschen besser mitverfolgen können, dass das vielleicht auch ein kleiner Aufruf ist. Behinderte gehören nicht an den Rand der Gesellschaft, sondern gehören in die Mitte. Das heißt, wir alle müssen uns bemühen, Menschen einfach in die Mitte aufzunehmen. Die brauchen Hilfestellung und trotzdem leistet die Lebenshilfe hier, glaube ich, ganz großartige Arbeit. Machen einen ganz tollen Job hier. Kann ich nur zu beglückwünschen und auf die Schulter klopfen. Wie heißt das bei euch? Schichtwechsel, ne? Behaltet das bitte bei, damit die Leute draußen sehen, was für tolle Arbeit ihr leistet und was ihr da überhaupt macht. Wir haben diesen Einblick bei euch in den Alltag genossen und wir freuen uns auch im Wiedersehen mit euch. Einer für alle. Alle für eine. Alle für die Lebenshilfe, oder? Alle für die Lebenshilfe!